Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Bei mir gibt es heute leckeren Nice Cream. Nice Cream, das ist Eiscreme auf Basis von Bananen, im Gegensatz zu normaler Eiscreme, deren Basis Milch und Zucker sind. Ich zeige euch nun, wie das geht. Für die Nice Cream brauchen wir Bananen, pro Sorte 2 Stück. Das ist das ideale Rezept, um gute, reife Bananen zu verwerten. Als erstes schneide ich meine Bananen in kleine Stücke. Die Bananen gebe ich in meinen Gefrierbeutel. So gut verschlossen gebe ich sie ins Gefrierfach für mindestens 3 Stunden, am besten noch über Nacht. Meine Bananenstücke sind nun leicht angetaut und ich gebe sie in meine Küchenmaschine. Dazu kommt noch etwas Milch. Ich verwende Mandelmilch. Für die Vanille-Eis-Variante gebe ich noch etwas Vanille dazu. Ich verwende gemahlene Vanille. Süßung ist optional, da das Eis durch die Bananen schon süß schmeckt. Ich gebe noch einen Teelöffel Agavendicksaft dazu. Ihr könnt auch Honig verwenden oder die Süßung weglassen. Nun wird das Ganze gut püriert. Nun ist mein Bananeneis fertig. Wichtig ist, genügend lang pürieren, damit das Ganze schön geschmeidig wird. So gebe ich die Bananeneiscreme zum Servieren in ein Glas. Zum Verzieren könnt ihr nach Belieben Nüsse, Kakao, ich verwende hier so Rohkakaosplitter drauf geben oder zum Beispiel Beeren, passen auch immer gut. Schmeckt super gut. Jetzt zeige ich euch die Himbeer-Kokos-Variante. Basis sind gefrorene Bananenstücke, die habe ich wieder antauen lassen und gebe sie in die Küchenmaschine. So kommen meine leicht angetauten Himbeeren. Nun verwende ich Kokosnussmilch. Ich habe meine Dose in den Kühlschrank gestellt, kopfüber, damit der feste Teil vom Kokosfett ein bisschen härter wird. Von der Kokosnussmilch schöpfe ich den oberen cremigen Teil ab. Zum Süßen verwende ich 1 bis 2 Teelöffel Agavendicksaft. Nun wird das Ganze wieder cremig püriert. So ist das Himbeereis fertig püriert. Das Tolle an der Nice Cream ist, ihr könnt es beliebig variieren und alle anderen Früchte nehmen, zum Beispiel gefrorene Heidelbeeren oder Mangostücke. Es wird alles super lecker und köstlich. Für die Schoki-Variante habe ich meine Bananenstücke in die Küchenmaschine gemacht. Dazu wieder Milch und einen Esslöffel Kakaopulver. Süßung ist optional. Und nun wird das Ganze wieder gut püriert. Es schaut schon lecker aus und duftet nach Schokolade. So ist das Schokoladeneis fertig und wird ins Glas abgefüllt. Schön schaut das Ganze bestreut aus mit gepufftem Getreide. Ich habe hier Quinoa, gehackte Nüsse und zum Beispiel ein paar getrocknete Beeren, wie Goji-Beeren. So ist die leckere Schokoladenvariante fertig. Es ist so einfach gemacht, Nice Cream. Das Rezept müsst ihr unbedingt ausprobieren. Die ganzen Varianten habe ich euch verlinkt. Ihr findet das Rezept unten in der Infobox zum Nachlesen. Super lecker, super gesund, Nice Cream. Unbedingt ausprobieren. Viel Spaß und gutes Gelingen. Tschüss, eure Mrs. Fluri.